Infochem. Aber ich schaue mal kurz. Denn ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihnen die nicht nachhaken. Die schauen jetzt nach, ob es in Ordnung ist. Okay. Die sollten eigentlich umdrehen. Schon verstanden. Optimal. Ja. Eigentlich könnte ich Nedic jetzt mit einem gezielten Schuss eliminieren. Man kann ihn noch verhören. Das würde ich natürlich gern machen für euch. Gut. Nein. Komm, jetzt verzieh dich. Nein, nein. Ja, okay. Schon verstanden. Fick dich! Nein, ich will noch vorverhören. Ah, das war wieder... Nein, muss ich schneller sein. Ja, okay. Schon verstanden. Ja. Okay. Bewegt sich da hinten jemand? Wer? Nein. Weiß ich nicht. Deswegen bin ich ja so beunruhigt. Ich will nicht schon wieder fehlen. Das sieht aber so aus. Okay, das lasse ich nochmal neu. Ich glaube, ich jag dem Kerl einfach eine Ringfläche ins Gesicht und dann hier Schluss. Okay. Schon verstanden. Gut. Will ich natürlich niemals tun. Ja. Was stimmt mit dem Ding nicht? Ich höre was. Lass uns einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, ja, bewahr ruhig die Ruhe. Da ist nichts. Nichts. Aber... Mann. Vergiss einfach, was passiert ist. Leider kann man das nicht ausschalten, das Licht. Was zum Teufel geht hier vor? Ich könnte schwören, dass da was war. Mann, du machst mich ganz irre. So, wenn die jetzt verziehen... Ja, keine Ahnung, der sollte sich mal umdrehen, der Kerl. Weil ich ihn so nicht überwältigen kann. Ich glaube, ich hole ihn mal. Ah, jetzt immer noch nicht? Kann nicht wahr sein. Okay, dann mache ich das jetzt so. Okay, ich gebe es zu. Ich habe Angst. Okay, ich habe da was gesehen. So, jetzt. So klappt das. So, jetzt verhören wir ihn mal. Mach mir jetzt bitte keine Szene. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich will wissen, warum du Serkesi schützt. Was hat Displays mit der Sache zu tun? Von mir erfahren Sie nichts. Muss ich dir erst den Hals durchschneiden und in deinem Kehlkopf nach der Antwort suchen? Oh mein Gott! Bitte lassen Sie mich gehen! Du wirst aus der Geschichte nicht mehr lebend rauskommen, Nedic. Wenn du mir erzählst, was ich wissen will... Sorge ich dafür, dass es schmerzlos über die Bühne geht. Der Stromausfall. Wir wollten, dass Serkesi nach dem Stromausfall in Sicherheit ist. Und was ist mit der Walsh? Ich weiß nichts über die Walsh. Da müssen Sie Shetland fragen. Shetland? Ja. Er brauchte nach dem Stromausfall weitere Daten von Serkesi. Aber wir haben alles, was wir... Shetland weiß, was ihr im Schilde führt? Ja. Ja. Er ist der Boss. Er hat uns den Befehl gegeben, Serkesi hierher zu schaffen. Wo ist Shetland jetzt? Er ist unterwegs. Mit dem Hubschrauber. So. So viel zu Nedic. Es gibt da aber noch ein Problem.
Es befindet sich ein Hubschrauber im Anflug. Ja, das ist Chatham. So, aber stopp. Erstmal noch, was er gesagt hat mit der Walsh. Das war dieses Kriegsschiff, bei dem wir am Anfang waren. In einer Vorschau, die ich leider nicht aufnehmen konnte, weil dann mein Spiel immer abgestürzt ist, wurde die Walsh von einer japanischen Rakete, von einer chinesischen Rakete, getroffen, in die Luft gesprengt und es hat niemand überlebt. Wir versuchen gerade diesen Vorfall auf den Grund zu gehen. Und wir glauben, dieser gute Nedic steckt dahinter und haben das Doug Shetland, das ist dieser Glatzkopf, den wir dann auch noch sehen, das erzählt, aber er hat gemeint, er weiß von nichts und er wird auch keinen rauswerfen und keinen bei uns abliefern, solange er keine Beweise hat. Ja, aber jetzt sieht es aus, als wäre er dann selber verstrickt, was sehr traurig ist, weil das ist Sams Kumpel, Sams bester Freund, wenn ich das so sagen darf. Schein nach ist Shetland an Bord. Doug? Was will der denn hier? Entweder wollte er wissen, was Nedic vorhat, oder unsere Vermutungen waren falsch. Glaubst du, Shetland treibt ein doppeltes Spiel? Ich habe keine Ahnung, und das stört mich gewaltig. Finde heraus, warum sich Shetland und Serkesi treffen. Jetzt passen die alle auf wie so Wiesel. Ich glaube, ich schalte jetzt einfach aus. Oder? Ich weiß nicht. Ah, übrigens. Nein, ah. Aftschocker brauche ich vielleicht noch hier mal die Ringfläche. Aber speicher vorher, weil die sind sehr wertvoll. Okay, das hat nicht geklappt. Ich nehme einen Haftschocker. Hä? Okay. Im Plan B, ich gehe andersrum. Ach, so eine verdammte Scheiße. Komme ich überhaupt noch mal raus? Der dreht sich nämlich komischerweise um. Keine Ahnung warum. Warum macht er das? So, jetzt reicht's. Das hat mir genug für die Matenten. Schlag ich halt ein, zwei K.O. Das ist komisch. Eigentlich sollten sie nur feste Posten beziehen, wenn ich Alarmstufe 4 habe. Aber davon bin ich ja noch weit entfernt. Ich habe noch nicht. Na gut. Jetzt. Ich zwar einen wertvollen Haftschocker für den Sack da geopfert, aber der liegt optimal im Dunkeln, nicht zu gut. Hier müsste irgendwo ein Kriechtunnel sein. Da habe ich aber im ersten Mal voll den Durchblick verloren. Wusste ich überhaupt nicht, wo es angeht. Da ist er schon. Und ab in Sicherheit. Aber ich werde erstmal wieder die Waffe wechseln, wollte ich gerade sagen, aber es geht nicht. So eine Scheiße. So, wir sind auch fast fertig mit der Mission hier. Die haut relativ lang. Verdammt, wer hat die Sprinkler eingeschaltet? Was zum Teufel war das? Irgendwas habe ich gesehen. Hä? Okay. Das wollte ich gar nicht. Ich habe mich bloß gefragt, ob ich hier in dieses Pflanzending reinkomme. Okay, gut. Das ist natürlich jetzt nicht mein... egal. Das war gar nicht meine Absicht. Tut mir leid.
Transport habe. Eigentlich sollte ich jetzt mit dem richtigen Timing hier ohne weiteres durchkommen. Seltsam. Verdammt, wie hat der mich denn gesehen? Alter, ich habe mich übelst erschreckt, wenn man das gemerkt hat. Okay, das läuft gerade nicht so gut. Na gut, ich wechsle mein... Ich wechsle... Irgendwie hat meine Steuerung gerade Probleme. This voracious detrivore is considered by many to be simply a snail without a shell. Entschuldige, geht sich hier lang? Nothing could be further from the truth. Ja, geh da weiter, geh da weiter. The juggernaut-like forward motion of the North American tree slug in the absence of his natural is truly terrifying to behold. Okay. Many an entomologist, ignorant of the raw animal power of the slug, has awoken in his tent to find his rare lichen samples partially devoured in only a few short hours. Wenn die sich da Werbung angucken, bin ich schon längst weiter. Da ist einer, ich scanne mal hier kurz mit Nachtsicht, da ist einer. Und sehe ich keinen, aber ich glaube, der hat sich Probleme gemacht, wenn er deswegen. Ich lasse es mal offen, das Fluchtweg zur Not. Ist jetzt der Kerl. Verdammt, ich könnte schwören, dass ich da etwas gesehen habe. Schwachsinn, 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 Schwachsinn. So, wenn ich mich jetzt beeile, komme ich hier noch rein. Ach, so eine verdammte Scheiße, sorry. Hab mich so übelst erschreckt. Himmels Willen. Ja, nicht ernst. Boah, dieses Spiel kotzt mich gerade so ein bisschen an, muss ich sagen. Warum das denn jetzt? Och Leute, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Scheiße, das kotzt mich an. Das kotzt mich an, das kotzt mich so an. So, jetzt haben wir's. Oh, ich habe mich dreimal übelst erschreckt, weil dieses Spiel irgendwelche Bugs hat, dass mich Leute um die Ecke durchsehen können. Also, durch die Ecke durch. Leute, die um die Ecke sind, können mich durch die Ecke durchsehen. Wie realistisch. Nicht safe immer, falls er zurückkommt. Das tut er auch. Ah. Haaresbreite, Haaresbreite. Ich weiß nicht, irgendwo was. Fischer, den Satellitenbildern zufolge näherst du dich einer Art Teehaus. Ist der Käse da drin? Könnte sein. Versuch so viele Informationen wie möglich zu sammeln, bevor du in Aktion trittst. Gut möglich, dass du nur einen Versuch hast. Ja, und ja, ich bemühe mich, dass ich das schaffe, weil das ist sau schwer. Können doch nicht. Douglas, ich muss die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ha. Kannte Oppenheimer die Wahrheit? Oder Roosevelt? Wir bestimmen, was wahr ist. Und wahr ist, Eindringling, dass wir das Richtige tun. Mein ja. Gott, Fischer, lass Shetland nicht entkommen. Ist er ein Ziel? Er ist das Ziel. Dem kann man nicht entkommen. Shetland schießt automatisch Serkisi, der hier liegt, tot. Automatisch. Er kann es nicht verhindern. Sobald man sich zu zweit nähert, wird er automatisch der Alarm ausgelöst. Das war's. Und jetzt
seht ihr hier schon links und rechts stehen da 1000 Leute. Die bekämpfen mich am besten durch Gasgranaten, natürlich nicht. Versuch mal das Licht auszuschießen. Okay, jetzt fällt noch keiner auf. Ja, die sind schon alle in höchster Alarmbereitschaft hier. Obwohl ich Alarmstufe 0 habe. Verdammt, der ist fort! Egal, du hättest ihn nicht aufhalten können. Kümmere dich um den Rest der Mission. Wir versuchen ihn aufzuspüren. Das waren deine primären Missionsziele. Wir können dich jetzt jederzeit da rausholen, Fischer. Verstanden. Ja, die sind so ein bisschen gebackt. Irgendwie machen die gerade nichts. Aber schreck. So, raus hier, raus hier, raus hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Muss ich hier zurück, oder? Ich glaube, ich muss hier hin zurück. Ja. So. Oh. Meine Fresse, auch nicht unbedingt mein Lieblingsmission, muss ich sagen. So, dann schauen wir mal. 90% Erfolgsrate. Weil ich... Warum nur 90%? Ach, ich habe ja die... Das ist richtig. Ich habe die zusätzlichen Missionsziele nicht gemacht. Aber ich habe noch nie alle Mikrofone gefunden. Also hätte ich hier ewig lang suchen müssen. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön und tschüss.